Das dauert voll lange, bis ich hier einkriege. Ist doch so behindert, Junge, ey. Das sind bei dir irgendwie 30 Level, das ist bei mir einer. Ja, lohnt sich, ne? Ja, auf jeden Fall. Immer wieder gerne. Er ist eigentlich voll behindert, aber. Overkill. Geil. Giftspinnen-Spawner. Freue mich. Ah, kannst kaputt machen. Hm, keine Angst, lass den Dias da nicht liegen. Nee, also kein Spawner, aber hier waren. Hier waren welche und ich habe gedacht, da wäre einer, aber ist doch nicht. Erstmal alles abernten. War wieder richtig heftiger Stollen hier. Boah, ich meine, ich bin Kohle mit Gary Beanert, ey. Brauch mehr Weizen! So zwei Stacks ungefähr, dann passt das schon. Und ich war zwei Stacks verfüttern bedeutet einen Stack mehr Kühe. Vor allem einen Stack mehr Kühe. Und ich rufst so irgendwo bei so einem Bauernhof an, fragst du nach, wie viele Kühe haben sie so, ja, ich hab jetzt vier Stacks. Könnte ich bitte einen Stack Kühe haben? Zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen. Ey, Level 84. Yeah, Teacher! Geil, geil! Ne? Mal gucken. Mal gucken, bei welcher Folge du Level 100 erreicht hast. Leute, ihr könnt ja mal schätzen und das einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich schätze mal, warte, wir sind jetzt gerade bei, ja, ungefähr... Knapp 200 irgendwie. Ja, irgendwie sowas. Plus minus 80 Parts. Ja. Also ich sag, du bist bei ungefähr Part 260 oder so bis Level 100. Alter, das wäre voll mies. Oh ne, ich war hier schon. Deine Schätzung. Boah. Was haben wir jetzt? 200? Ja, keine Ahnung. Ungefähr. Man, schwer sagen. Schon so 250, 260 kommt schon hin. Je nachdem, wie viele machst, ne? 230, sag ich. Ja, muss ich aber ranhalten. Ja, geht. Schon. Wir können ja nochmal den Enderdrachen töten. Ja, stimmt. Du musst nochmal Dings löschen. Bestimmt die Endfeld. Warum? Damit man den Drachen nochmal töten kann wegen dem Ei. Lustigen Scheiß Muck. Auf das Ei, was willst du denn mit dem Ei? Ja, die Statue haben, genau. Warum denn nicht nochmal löschen? Nochmal löschen, besonders. Ja, warum denn nicht löschen? Der ist dir die Welt so ans Herz gewachsen? Nein, ich find's halt nur, nein, macht was er wollt. Ich denk mir halt nur so. Du findest Cheaten. Na, macht was, ist halt egal. Ich denk mir halt immer nur so, das ist halt eine Sache, die kann man einmal machen und wir machen die zweimal. Warum? Ja, wegen dem Ei. Ja, was willst du denn mit dem Ei? Ja, das hinstellen. Ja, toll. Gehört halt eine Lava rein. Was ist das ein scheiß Cave, ey? Braucht zwar kein Leder mehr, kein Fleisch mehr oder so, aber ich züchte trotzdem hier die ganze Kühe, nur damit ich EP krieg. Scheiß mal auf eine Arena. Man auch Kühe züchten kann ohne Ende. Da erstmal einen Spinnenspawner kaputt gemacht. Und macht die kaputt. Ja? Na, das war klar. Brauchen wir da nicht so viele. Ja, war doch easy, die kaputt machen. Der mit der Rüstung, die wir mittlerweile haben, rennst du da einfach rein. Ist ja alles egal.
Verstehst du das nicht? Es geht darum, dass wir die Spinnenspawner für die Arena brauchen, dass wir generell. Ja, aber doch keine Giftspinnen. Achso, Giftspinnen, ja. Level 28, komm, ich töte jetzt ein paar Kühe, ey. Hört. Ey. Oh mein Gott! Wie immer. Das ist ein kleines Ritual. Ja. Echt? Passiert das im Stream eigentlich auch? Ja, ab und zu. Ja. Scheiße, ey. Ach, und jetzt, ich komm rein und dann regnet das wieder. Macht doch aus. Ich hab in letzter Zeit immer gemacht. Seh das voll nicht ein. Jetzt kann ich keine Kühe mehr töten. Ah, doch. Boah, Alter. So viel Redstone. Also ich nehme das nicht immer mit, aber wenn ich buddel, dann buddel ich das auch weg und nehme das mit. Aber wenn ich das jetzt so in einem Cave finde, lasse ich das meistens liegen. Ich nehme das immer mit wegen den EP. So. Boah, wie viel hier. Kohle, Redstone, alles, Alter. Wieder Redstone. Nice. Channel kurz umbenannt, Aufnahme reingeschrieben. Ja, weil Razamun ist gekommen oder was? Eine Affenklappe. Aber ich sehe gerade, dass der eine neue Identität hat, weil ich glaube, der hat formatiert, da ist ja wer eh nicht reingekommen. Ach, hatte der vorher Identität, mit der er reingekommen wäre? Ja, weil ich den Channel gemacht habe. Ah, okay. Und da ein Livestream-Channel war, muss ich dir mal die richtige geben. Oh, oh Mensch. Oh. Ach so. Da wollte ich jetzt mal Protection. Irgendwo. Oder auch auf der Seite, oder nicht? Boah, ich muss auch mal wieder formatieren, ey. Boah. Sag mal, was geht denn hier ab? Ja. Protection. Ach, das ist eine Schlucht. Boah, wenn das so weitergeht, könntet ihr echt recht haben mit eurer Levelprognose. Boah, echt ewig. So, dann gehe ich jetzt erstmal eine Runde wandern, aber richtig weit. Also auf der Höhe jetzt hier im Cave rumzulaufen macht nicht so viel Sinn, denn wenn dann. Ich wusste übrigens bis vorhin nicht, dass man aus Strings Wolle machen kann. Das heißt. Ich wundere, dass ich auf einmal doch wieder Strings mitnehmen, weil ich habe da so viele von, dass ich die mal liegen gelassen habe. Aber wenn man da wirklich Wolle draus machen kann, dann wüsste ich nicht, warum ich das liegen lassen sollte. Na, gerade Wolle, wo wir eh nicht so viel von haben. Ich habe dann jetzt genug. Also ich habe ja eh mittlerweile schon relativ viel, aber jetzt, da man da aus Strings Wolle machen kann, also richtig genug. Ja. Das geht aber auch schon was länger. Ich wusste das einfach nie. Weißt du, seit der 1.4 oder so? Ja, mal sagen können. Ha. Headshot. Wir stollen hier noch weiter, ne? Oh, sind wieder voll viele Schafe. Sag mal, was ist denn mit den Viechern? Es sind auf einmal so viele Viecher. Ey! Mistkerl, Alter, was ist denn mit euch? Überall Skelette, ey. Die ballern mich immer überall ab. Und hier, tschüss.
Muss da irgendwo ein Spawner sein, wenn nicht sogar noch mehr. Da hinten ist schon wieder einer. Ey, WTF, was war das denn jetzt? Meine Maus einfach mal voll rumgespackt. Boah, wie viele Rosen hier sind. Oh. Scheiße, wo soll ich jetzt lang? Ja, Rosen kann man halt cool mitnehmen als Färbemittel, ne? Ja, eigentlich schon. Du hast einfach da gelassen. Man weiß ja, wo die sind. Wenn ich die brauche, kann ich sie auch holen gehen. Pinne, ich komme gleich zu dir. Aber Rosen kann man ja auch nicht richtig pflanzen, sodass das mehr werden. Ja gut, doch, man kann das ja eigentlich mit Baumehl machen. Boah, was ist das denn hier für ein Berg? Oh, WTF. Was da hinten, das sieht lustig aus, da gehe ich jetzt mal hin. Alter, sag mal, muss ein Skelett-Spawner sein. Aber wo? Ich höre auch einen Slime. Oh, da ist der Manuel, hallo! Hallo Manuel! Okay, der Slime kann ja überall sein. Das ist hier so. Hört sich immer doll ein bisschen round an. Man ist ja irgendwo. Ja, die Slimes sind schlimm. Hat eigentlich irgendeiner von euch da mittlerweile mal gerafft, wie er funktioniert mit dem großen Raum, im Slime-Chunk? Das und brauchst du doch gar nicht mehr. Es gibt keine Slime-Chunks mehr. Die spawnen jetzt in Sumpfbiomen. Ja. Okay. Ah, okay, geht das weiter. Weil es hat ja nie einer gerafft, wie das funktioniert. Doch, haben wir hatten das schon mal gerafft. Aber, ja. Ich hab's wieder vergessen. Also. Wusste mal wie, aber weiß jetzt nicht mehr wie. Und das interessiert ja, wie gesagt, eh nicht mehr. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir das nie irgendwie geschafft hatten. So wirklich. Doch, einmal hatten wir das hingekriegt. Boah, ich hasse Stollen, ey. Oh, boah, das war knapp. Warte, hier komme ich wahrscheinlich wieder raus, ja. Pilze brauche ich jetzt nicht unbedingt. Tschüss. Jetzt habe ich den wieder aufgehoben, egal. Tue ich gleich irgendwann weg. Ach, Jolt. Ach so, mal eine Frage an euch. Was haltet ihr eigentlich von dem 1.6er Snapshot, der zurzeit draußen ist? Ich habe mir den ja letztes im Stream angeguckt und da gibt's jetzt Pferde. Ja, das ist das Einzige, ich habe nur bei dir im Stream mal reingeguckt, sonst habe ich mir den selber noch nicht angeguckt. Pferde gibt's, dann kann man halt Sachen anleihen. Ja, man kann zum Beispiel auch die Pferde anleihen an Zäune. Das geht auch mit anderen Tieren. So Mobile gemacht das, ne? Ja. Es gibt auch Rüstung für die Pferde, die für mich allerdings bis jetzt keinen Sinn ergibt. Nicht wirklich. Und ich hoffe, dass man die Sachen auch noch verzaubern kann. Also die Rüstung von den Pferden. Was gab's noch? Du sagst mit einem Wort, dass du die Rüstung irgendwie total absurd findest und jetzt siehst, willst sie aber verzaubern. Habe ich mich auch gefragt. Warum? Ja, zum Beispiel, dass das Pferd noch mal ein bisschen Movement Speed kriegt zum Beispiel oder dass das Pferd noch ein bisschen höher springen kann. Dann hätten die Rüstungen ja doch wieder einen Sinn, weißt du? Ja, dann ja. Gut, was auch geil ist, man kann vom Pferd aus kämpfen.
kannst halt auch mit dem Bogen schießen und. Nimmt das Pferd dann Schaden erst oder nimmst du. Da hab ich echt nicht drauf geachtet. Aber okay. Ich gehe mal von aus, dass das Pferd dann zuerst den Damage abkriegt. Wo zur Hölle? Soll das denn sein? Was gab's denn noch, ey? Das ist jetzt gerade so das Einzige, was hängen geblieben ist von mir. Da war der Rest scheiße. Boah, was gab's denn noch? Das ist unter mir. Ach so! Ja, genau, die Teppiche. Man kann Teppiche machen. Weil zum Beispiel hast du jetzt zwei Blöcke schwarze Wolle, dann machst du den Inventar nebeneinander. So, dann hast du einen Teppich. So, du kriegst aber aus den zwei Wolle kriegst du nur einen Teppich raus.